So, wer hätte gedacht, dass es sozialkritisch wird? Ja, ich weiß es nicht. Sieht abgestorben aus. Ja, genau. Blasser, dünner Junge reißt Bäume aus. Okay, Entschuldigung. Gut, da geht's zur Lichtung und da geht's ins Dickicht. Ah, gehen wir mal zur Lichtung. Mal gucken, was da so... Oh, ein Werkzeugkasten. Das ist natürlich praktisch. Ah, das ist unser Flugzeug. Der Koffer ist verschlossen. Und nein heißt nein. Okay, gut. Die Kunst, ich zu sein, von Julia Becker und die schönsten Erdogan-Gedichte. Ah. Ja, brat mir einer eine Ziege. Darf ich Ziege überhaupt noch sagen? Ah, ich weiß nicht. Das ist ja kritisch. Oh, das ist aber eine ölige Pfütze. Ich bin doch kein Kerosin-Junkie. Eine kerosinige. Wir gehen mal, machen mal den Schwamm kerosinig. Der saugt ja schneller als... Alt? Ist ja gut. Hör auf, die Augen zu verdrehen. Okay. D-E-W-Y-L. Devil. Wenn ich es nur irgendwie in die Luft bekommen könnte, dann bräuchte ich nur noch einen Piloten. Ja, genau. Das war natürlich krass. Ja, also hier läuft eine Menge Kerosin aus. Das ist auf jeden Fall schwierig. Das Tümpel gibt es hier weiter. Na, oder? Doch. Nein. Okay, also hier haben wir ein Flugzeug. Da ist der Werkzeugkasten. Der Kopf. Ein Werkzeugkasten. Okay, also wir haben einen Werkzeugkasten und das, ah, oh, das Flugzeug, warum will ich Auto sagen? Und da ist es Dickicht. Ein Bambusdickicht. Ja, können wir das davon wegnehmen? Keine Chance, das ist dichter als die Effenbergs im Käferzelt. Okay. Entflammbarer Schwamm. Was soll ich denn da aufwischen? Ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht. Okay, können wir den jetzt irgendwie anzünden? Oder da ist der Dschungel. Da können wir nicht rein. Da sind Steine. Da ist der Ausblick. Voll schön, vom Ausblick her. Ja, voll schön. Voll schön von Ausblick her so. Das ist gut so. Von deinem Ausblick her ist das voll schön so. So. Können wir... Mit dem Longboard nicht den Außenborder irgendwie. Das gibt's doch nicht. Aber können wir den nicht irgendwie damit. Gute Idee, aber ich sollte ihn erst abmontieren. Ah ja. Lena Meyer Strandgut. Vielleicht ist ja Trinkwasser drin. Wahrscheinlich. Aber kann ich nicht das Longboard da rausziehen? Longboards sind Wrongboards. Okay. Ah, das ist eine Flasche. Wow. Da komme ich nicht ran. Warum nicht? Nanu, da steht eine Wasserflasche oben auf der Palme. Danke, Lerke. Ja, ich würde gerne das Longboard da rauszählen. Okay, okay, gut. Also, da kommen wir jetzt nicht weiter. Also, Backseat Gaming ist gerne erlaubt, ne? Also, immer wenn ihr eine gute Idee habt, dann her damit. Das ist hier eine Community-Arbeit. So, da war das. Da war der Dschungel. Ah, da ist ein Haufen. Ui. Schwamm mit Bambus. Mit Förmchen würde das mehr Spaß machen. Oh, was gräbt denn da aus? Was glitzert denn da? Fast so schön wie mein Stern am Showhimmel. Ja, ich will auch den ganzen Bambus anzünden. Ist ein Feuerzeug. Ich habe die berühmte Nadel im Sandhaufen gefunden. Oh, damit können Aber wir... Aber mein Magen knurrt schlimmer als die Töle von Sarah Kuttner. Sarah Kuttner, ein Hund? Ja, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Dann gehen wir mal zur Lichtung, knacken jetzt den Werkzeugkasten auf und so machen wir das, okay? Tada! Bah. MacGyver ist ein Dreck gegen mich. Ist so. Aber ich habe einen Brand wie eine Bergziege. Ja, wir können ja auch gleich was in Brand stecken. Ich nehme ihn mal mit. Was man hat, das hat man. Was ist das, ein Engländer? Schraubenschlüssel? Ja, dann schauen wir mal, ob wir damit hier irgendwas aufbekommen da drüben. Vielleicht die Kiste oder den Außenborder. Ich denke mal eher den Außenborder, wobei das ja auch eher, ob der dann passt und sowas. Weil ohne passenden Schraubenschlüssel kannst du es halt komplett vergessen. Aber wir probieren es mal. Super. Zack, fertig, abgeschraubt. Ich bin so durstig wie Jenny Elvers nach der Schmuckmesse auf Ibiza. Ja. Ich betanke ihn vorsichtig. Wir könntest den Baum damit fällen, oder?
Wollen wir den Baum damit fällen? Nicht? Das sägen wir auf. Nur wenn du Zahnstocher machen willst. Ja, warte mal. Vielleicht können wir... Ich will ihn nicht wieder dran machen. Okay. Gut, aber ich dachte, die Palme vielleicht irgendwie... Da kommt... Sie hat keinen Schraubverschluss, soweit ich das von hier unten erkennen kann. Ja, ich dachte, du kannst gegenwerfen, Bruder. Und dann kannst du das da so... Aber ich dachte wirklich, dass wir den, Cool, ein Hoverboard. Ja, Moment. Nur wenn du Zahnstocher... Ja, will ich. Ich will den ja... Ist nicht spitz genug. Ah. Wenn ich nur etwas zum Aufstemmen hätte. Ich möchte sie nicht verbiegen. Wieso kann ich das Longboard jetzt nicht nehmen? Konfuzius sagt, auf Sand Longboarden... Ja, ich wollte einen Baum fällen. Ja, genau. Ich wollte auf jeden Fall einen Baum fällen. Alalalala. Alalalala, Longboard, long, 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 long. Das finde ich gut. Riesenidee, Einstein. Ja, was denn? Lass doch das fällen. Riesenidee, ein. Ah, Bruder. Komm schon, ey. Wir müssen doch hier ein bisschen... müssen noch ein bisschen Bäume fällen. Und hier kann ich keinen... Ah, den Kautschukbaum. Nur wenn du Zahnstocher machen willst. Ja. Warum lässt er mich denn nicht? Oder hier das Dickicht vielleicht. Haha, so ist ein Trimmer. Ja klar. Okay. Okay, what the fuck? Oh, shit. Mein guter Außenbootmotor. Yeah. Boah, ich hab so Hunger Games. Oh mein Gott. Okay. Ah, jetzt kann ich hier tief in den Dschungel. Jetzt habe ich da ein Bambusrohr, okay. Und da geht's tief in den Dschungel. Oh, ein Faustkeil. Oh, ein Papagei. Wenn ich nicht schnell was trinke, bin ich bald ein leichenblasser dünner Junge. Ja. Hallo? Da sitzt ein Papagei. Chip, chip, brak, brak. Er macht mich nach. Wie meinen Sie das? Wer spricht da? Hier oben. Oh, ein sprechender Vogel. Oh, ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ihre Mutter ist ein sprechender Vogel. Ah, okay. Dann so. Ich bin ein komischer Vogel. Stimmt. Ich glaube, ich halluziniere. Ja. Ich glaube, Sie haben ganz andere Sorgen. Das glaube ich auch, ja. Richtig, du Vogel. Ich habe einen riesigen Hunger. Also, wenn du schon hier bist, einen Hamburger und eine große Pommes zum Mitnehmen, bitte. Jan, das ist kein Drive-In. Das ist eine Insel. Und ich bin ein Papagei. Ach so, stimmt. Jetzt, wo Sie es sagen, was können Sie denn empfehlen? In Ihrem Fall einen guten Therapeuten. Oh, ja, das wäre gut. Okay. Wir ziehen an der Vielleicht kann ich hochklettern? Liane. Na toll. Die Liane ist so eine Drama-Queen. Oh ja. Jetzt ist sie auch noch abgereist. Oh. Jetzt ist sie noch abgereist. Hier können wir Feuer machen. Es war wohl schon jemand vor mir hier. Okay. Tiefer gehe ich nicht rein. Nicht? Das ist ja dunkler als die Kerker, in die in der Türkei die Journalisten geworfen werden. Ja, true story. Okay. Der Papagei ist hier. Können wir was kombinieren? Liliane, Faustkeil. Fast so etwas wie eine Angel. Aber das Konzept Angel hast du schon... Ja, ich wusste nicht Angel oder... Es fehlt ein Köder. Affentitten, keile Idee. Da gibt es absolut... Ich glaube nicht, dass der anbeißt. Okay, ich dachte, wir können ihn werfen. Ich esse aus Prinzip kein Federvieh. Wirklich? Gut, also hier können wir unseren Fisch braten. Wir müssen ja uns ja wohl irgendwie einen Fisch machen. Ich hoffe, dass wir jetzt... Nee, warte mal, das ist eine Angel. Aber mit dem Stein können wir vielleicht die Kiste aufmachen. Vielleicht. Wir gucken mal.
Hätte ich nur einen Hebel dazu. Wenn das Dende sehen könnte. Boah, ey, axt das Ding einfach weg wie ein großer Edelstein, ne? Lecker, Glumpsecco. Oh. Ja, sehr gut. Das sollte fürs Erste den schlimmsten Durst stillen. Oh je. Jetzt nur noch was zu beißen organisieren und der Tag ist gerettet. Okay, okay. Wollen wir dann angeln? Was ist eigentlich mit der Flasche Wasser da oben? Können wir die nicht irgendwie da runterholen? Sie hat keinen Schraubverschluss. Ja, ich meine nur. Da gibt es nichts zu angeln. Du kannst doch da oben die Dinger wegholen da, euer Bruder. Der, Jan macht aber auch nicht das, was er soll. Hallo Nöle. So. Es fehlt ein Köder. Ja, was kann man da dranhängen? Es fehlt ein Köder. Was hängt man denn dran an so einem Ding? Nichts würde mir jetzt... Kommt da Hilfe? Eher nicht. Brauchen wir irgendeinen Wurm oder irgendein Insekt oder sowas, ne? Auch können wir vielleicht auf den Kautschukbaum mit unserer Axt einschlagen und dann kommen da irgendwelche Viecher raus? Der Baum ist tot. Da schraube ich nicht dran rum. Ja doch, weil vielleicht ist ja da was drin. Ich bin nicht hier, um tote Bäume zu... Komm schon, Mann. Komm schon. Jan, enttäusch mich nicht. Sieht abgestorben aus. Ja, genau. Da muss ja was drin sein. Der Baum ist tot. Okay, da kommen wir zu der Feuerstelle. Da kommen wir in die Lichtung. So, da gibt's Bücher. Alles gut, Nele. Danke der Nachfrage. Hoffentlich bei dir auch. Julia Becker und die schönsten Erdogan-Gedichte. 20:30 Uhr, ne? Hat mir eine Nele. Ziege. Jetzt immer Ziege samstags. Noch sagen? Nur, dass du es weißt. So, da ist immer noch Pfütze, da ist immer noch Tümpel. Wollen wir hier vielleicht... Riecht ein bisschen wie Ralfs Klöten. Ja. Das Vermächtnis der Tümpelritter. Ich will mir meinen Anzug nicht versauen. Ja, wir müssen da irgendwas rausholen. Der saugt ja schnell. Ist ja gut. Okay, also wir haben jetzt wieder so einen aufgesaugten Schwamm hier. Und da geht's nicht weiter. Wir brauchen irgendwas, was wir da dranhängen können. Ich dachte, dass wir gegen diesen alten Baum klopfen oder dass wir ihn irgendwie anzünden können. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal so ein Feuer-Dings da zum... Da steht eingraviert. Ja. Ich glaube, die Klappe ist nicht das, was eine Schraube locker hat. Okay. Damit bekomme ich sie nicht auf. Okay. Der Baum ist tot. Es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt da nicht direkt reinkommen. Alles klar, Chef. Sehr gut, danke schön. Freut mich. Boah, findet ihr es auch richtig schlimm, wenn euch jemand Chef nennt? Ich finde das immer Beruf. Also ich bin ja im Beruf auch oft zusammen mit so Leuten, die auf dem Bau arbeiten und sowas und oder halt so, die der Sprache nicht so mächtig sind und sowas. Vor allem wenn ich ein Training mache und ich schule Leute. Und ich habe dann so in so einem Training meistens so, sagen wir mal, so 5 bis 10 Leute, Teilnehmer. Und manche kriegen dann oft meinen Namen nicht so mit oder können sich nicht merken und sowas, obwohl ich ihn oft dann hier trage und sowas. Und dann, wenn die was von mir wollen, dann kommen die immer so, ey, Chef, Entschuldigung, Chef. Und ich denke mir so, Alter, ich bin wirklich nicht scharf drauf, dass mich hier irgendjemand Chef nennt und sowas, ja. Puff, also... Schwierig. So, Tropenvogel. Vögel lieben Schwämme, das weiß doch jeder. Ja. Also, das gerade, da hat Nele gerade komplette, wie sagt man, Erinnerungen, ja, Flashbacks. Backflash. Okay, ja, Lichtung waren wir gerade schon. Klappe, keine Ahnung. Da ist auch nichts. Am Strand. Wo kriegen wir denn jetzt einen Köder her? Wir haben da jetzt schon im Wasser gesucht. Dann ist irgendwas in den Stein. Können wir die vielleicht anheben oder so? Axel? Stein oder Stein oder nicht Stein? Ich möchte es nicht kaputt. Ah, okay.
Ich dachte, das wäre vielleicht ein kleiner Fisch irgendwo drin oder sowas hier in der Lagune. Kommt da Hilfe? Das ist Ausblick, Lagune. In der Kiste war da noch mehr Shampoos. Oh, ein kaputtes Boot. Das. Können wir da noch drauf rumhauen? Nein. Die Bustle Brothers würden sich schämen. Das habe ich mir bei Rox angeschaut. Also Roxroot, was ist mit dem Chef? Ja. Dann liebe Grüße an Roxy. So, und danke dafür. Ja, was ist das mit dem Longboard? Ich hätte gern das Longboard. Longboard, long. Yes, sir. Ja, fäll halt jetzt diese Palme. Sie hat keinen Schraub... Mann, ich will diese Flasche da angeln. Da gibt es nichts zu... Boah, Bruder. Aber das Konzept... Es fehlt ein... Das Universal... Wer würde jetzt... Nichts würde... Okay, er macht es einfach nicht. Ich sage, wir haben noch irgendeine Kleinigkeit nicht gefunden hier. Können wir es umbauen? Ne, irgendwie nicht. Na, ich kann hier nichts mehr weiter kombinieren. Dann hatte ich hier Sekt rausgeholt, der ist aber schon leer. Dann haben wir hier das Longboard, mit dem können wir auch nichts mehr kombinieren. Das heißt, wir sind hier quasi durch. Alalala. Durch sind wir hier, durch. Das fass ich nicht. Er fässt ja nicht an. Da gibt es nichts. Nichts zu angeln. Wenn schon gestrandet. Ah, da ist es, kann ich nicht mehr. Ah, okay. Steine. Macht er nicht. Was soll ich denn da aufwischen? Ich weiß nicht, Bruder. Ich möchte es nicht kaputt machen. Okay. Stein oder... Und dann stehe ich da... Ist da vielleicht noch irgendwas? Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, da komme ich nur in die Bucht. Da ist nur eine Palme. Kann ich die Palme irgendwie hier? Soll ich etwa ein Herzchen in die Palme ritzen? Nein, du sollst sie fällen. Wallabila. Soll ich etwa ein Herz... Hau um den Scheiß. Erstmal schön einen von der Palme angeln. Genau so. Dankeschön, Ele. Das geht nicht. Ist ja kein Nadelbaum. Die Idee ist mir zu schwammig. Ja, okay. Ah... Das ist noch so ein Haufen. An den hat er schon freigekramt, ne? Ja, Leute, wie kommen wir denn jetzt hier noch an was weiteres? Wo ist denn hier noch was? Da geht's zum Strand. Diese Palme kann ich gar nicht anklickern. Da ist noch diese Klappe. Da, der Kautschukbaum. Da weiß ich auch noch. Irgendwas ist doch mit dem Kautschukbaum. Da hat sich wohl ein kleiner Holzwurm versteckt. Ah, okay, okay. Ich hab so Hunger. Ja, aber gut. Diesen... Den Wurm essen wir nicht, wir gehen jetzt schön angeln in der Lagune. So nämlich. Bisschen drin rumbohren. Super, eine Angel mit Köder. Boah, Hammer. Und jetzt rein in die Lagune. Hoffentlich das Ordnungsamt nicht nach meinem Angelschein. Hoffentlich nicht, ja. Mal schauen, was wir da raus angeln. Eine Dose mit Oktopusfilets. Ich muss sie nur irgendwie aufbekommen. Das Universaltool ist so universell, dass ich damit die verkackte Dose nicht aufbekomme. Applaus. Dafür bitte einmal den Preis für herausragendes Game Design. Sehr gut. Es ist wie verhext. Fast so, als würde jemand wollen, dass ich eine andere Lösung für dieses Problem finde. Das ist sehr ärgerlich. Wie kriegen wir denn diese Dose auf? Oktopusfilets. Wenn schon gestrandet, dann wenigstens cool aussehen dabei. Okay, das bringt hier nichts, ja. Vielleicht kann uns der Papagei dabei helfen. Ah, nee, auf dem Stein kann ich sie hauen. Einfach draufdreschen. Gute Idee, aber so bekomme ich sie leider nicht auf. Ach komm schon, natürlich kriegst du sie so auf. Aber das Konzept Angel? Ja. Ich bin damit lieber vor... Okay. So gut. Ja, dann brauchen wir eine neue Möglichkeit. Schau mal, wir können ja auf der Klappe, weiß ich nicht, ob das was bringt. Der Papagei macht sich vielleicht auf. Eine Runde Allgolf Hitler wäre mir lieber.
was ist denn drüben? Ist noch so Wasser und noch so Öl? Kriegt er das auf? Hey, Kumpel, könnten Sie mir kurz mit dieser Dose behilflich sein? Klaro. Ja, super, er macht das. Guck mal, einfach ein Macher, der Typ. Herzlichen Dank. Oh, wallabila. Igitt. Damit wäre der größte Hunger gestillt. Ich dachte, er macht das warm. Ah klar, da liegt ein Handy. Na sicher. Was war das für ein Geräusch? Lass mal gucken gehen. Natürlich liegt er vermannt. Ja. Hallo? Die Rettung. Ich nehme es mit. Währenddessen. Lösegeld. Wir müssen die GEZ-Überschussmillionen finden und Jan freikaufen. Und dann nehmen wir uns diese Schweine vor und machen sie fertig. Seid ihr dabei? Pff. Jan, halte durch! Ich rette dich! Offenbar die Neo Magazin Redaktion, das Florentin will. Gut, dass ich meine Hassbriefe immer anonym geschrieben habe. Hallo, Beefy! Hallo, William. Was machst du so? Und was machst du so? Jetzt, wo Jan weg ist, übernehme ich den Laden hier. So, wir suchen Jan, ja. Los, komm, wir suchen Jan. Hilf du mir mal lieber bei der Suche nach Stefan. Der ist mit seinem Boosterboard abgedüst und seitdem verschollen. Stefan ist mit seinem Boosterboard abgehauen. So gut. Es ist so schön. Also, ich kenne den jetzt nicht. Aber wenn man halt so ein paar Leute kennt aus diesem ganzen Kosmos, ist es schon cute irgendwie, ne? Jetzt hilf mir doch. Och bitte, jetzt hilf mir doch mal. Ich habe einen erfolgreichen Podcast, eine eigene Sketchshow und hoste regelmäßig eine Morgensendung. Ja. Da habe ich für so einen Quatsch keine Zeit. Okay, wo sind die GEZ-Überschussmillionen? Weißt du, wo die GEZ-Überschussmillionen sind? Ich bin hier der Beefträger. Dafür werde ich nicht bezahlt. Aber die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich bin eigentlich nur im Spiel, damit ich wieder Werbung dafür machen kann. Und hinterher behaupte ich, ich hätte das Spiel selbst programmiert. Okay. Ich muss dann mal wieder. Also, ja, man sieht sich. Florentin will uns nicht helfen. Und wen haben wir hier? Ah, Larissa Ries. Larissa Paris. Ah, das ist sehr gut. Ah, hallo Dani. Mit denen hier kennen muss, den wir gerade spielen. Ich nicht. Ja, vielleicht ist es einfach der Chef von denen da, keine Ahnung, offenbar. Hey, Larissa! Ey, bist du nicht der, der mich ständig auf Tinder stalkt? Ja. Und was machst du so? Ich muss gleich noch mal Tupac interviewen. Und danach? Ach, keine Zeit. Ich lege um 3 Uhr noch im Berghain auf. Los, komm, wir suchen Jan. Jan? Hilf mir noch mal kurz auf die Sprünge, welcher das war. Der mit den Klöten? Och bitte, jetzt hilf mir doch mal. Fang du doch schon mal an. Ich suche später auf Snapchat. Okay, also keiner will Jan suchen. Weißt du, wo die GEZ-Überschussmillionen sind? Ich weiß nicht mal, wo meine Haustürschlüssel sind. Ah, aber das, die wollen mehrere Millionen Euro Lösegeld. Ich habe eigentlich mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Ich bin nur für die Frauenquote hier. Ich muss dann mal wieder. Ja, man sieht sich. Okay, also irgendwie ist es hier auch alles abgesperrt und Baustelle und so. Und wir suchen die GEZ-Überschussmillionen. Wo ist denn nur dieses Kebabland, von dem alle reden? Ah, niemand weiß es. Oh, was haben wir hier? Ein Hut. Der goldene Hut. Der entscheide dich Hut. Ach so. Würdest du lieber für immer jedes zweite Wort falsch betonen oder einmal pro Woche Tabasco weinen? Okay.
Hättest du lieber ein wortwörtliches Arschgeweih oder einen wortwörtlichen Bauchladen für Spirituosen? Okay, ist ein bisschen sass. Gagmaschine. Bitte Code eingeben. Mal sehen. Eins. Neun. Rot. Woher soll ich denn den Code wissen? Mehr Beef hat sonst nur Jumbo Schreiner bekommen. Moment mal. Ein Lottoschein mit Jans Glückszahlen? Oh. 4, 8, 15, oh. 16, 23, 42? Warum lässt er den hier so rumliegen? Das sind also Jans Lottozahlen, die da auf der Luke stehen. Das ist ja auch interessant. Können wir die jetzt hier eingeben? Bitte Code eingeben. Ach, wegen Code. Bitte Code ein. Bitte Code. Mal. Was waren die Zahlen? 4? 4? 8? 15? Aber was waren die Zahlen? Aber was waren die Zahlen? 21. 25. Oh Mann, kommen die davor? Kann ich die eingeben? 8, 15, 16, 23, 42. Okay, 4, 8, 15, 21. Mist, was war's? Scheiße, ich bin dumm. Warum merke ich mir das denn nicht? 24? 24. Nein, dann war es 32. Warte mal. 17. 4, 8, 15, 16, 16, 15, 16, 23, 42. Wie schwer kann es sein? Kann das mal jemand in den Chat schreiben, bitte? 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ja, sehr gut, dankeschön. Das muss die Tür zum Speicher mit den GEZ-Überschussgeldern sein. Ah, rein da. Zum Geldspeicher. Was? Oh, ist leer. Das kann nicht sein. Jemand hat's geraubt. Sind die GEZ-Millionen am Ende nur ein Mythos? Uiuiui, die GEZ-Millionen, wo sind sie hin? Und hier liegt eine Notiz. Musste mir kurzfristig etwas Geld leihen. Bringe es wieder zurück. XOXO Jan. Okay. Spät doch am Tag. Böhmermann an Außenwelt. Was? Böhmermann an William. Bitte kommen. Hört mich jemand? Over. Mist. Die Batterie ist leer. Was macht er da? Ich muss eine neue besorgen. Lol, kein Problem auf einer einsamen Insel. Ja, kein Problem, lol. Was haben wir denn hier? Treibholz. Oh. Treibholz. So ein Stück Holz kann man immer gebrauchen. Ja, vielleicht hat er Batterien in seinem Flugzeug. Ne? Voll schön, vom Ausblick her. Ja, voll schön, ey, von Ausblicken so. Mic-Test. One, check, check, one. Es hat keinen Strom. Ach so, ja. Verzeihung. Welches iPhone-Modell das wohl ist? Ja. Wo ist der Baum? Hä? Was ist, Moment, was ist hier passiert? Was, ach so, er hat sich inzwischen eine Hütte gebaut, oder was? Ah, hallo. Endlich treffe ich mal jemanden auf diesem gottverlassenen Flecken Erde. Sie erinnern mich an irgendjemanden. Auf Kabalka? Fünf. Okay, der kam nicht an. 5 Stunden. Sie sind schön rund und haben ein tolles Muster. Ich nenne sie einfach William, wenn sie nichts dagegen haben. 5 Minuten später hat er sich einfach hier so eine crazy Hütte gebaut. Mein ganzer Stolz. So, das erinnert mich so an Trimax, aber
Sam vs. Wild, also Knossi und Sascha beobachtet und dann sagt so, hä, was machen die da? Müssen die nicht Shelter bauen oder so? Gut, ey. So, okay, wir gehen mal in den Dschungel und gucken mal, was jetzt so abgeht. Hier haben wir noch die Klappe. Da steht eingraviert. Genau. Dann haben wir hier einen Treibholz, das können wir da reinbohren. Willst du damit den Baum schmücken oder was? Ja. Da können wir nochmal zum Papagei gucken. Oh, er ist weg. Das ist natürlich mies. Unser bester Kumpel. Tiefer gehe ich nicht rein. Gut. Na, gehen wir wieder raus. Es ist ja dunkler als die Kerker, in die in der Türkei die Journalisten geworfen werden. Ist so. Dann lass mal hier zum Dschungel gehen. Und dann gehen wir hier in die Lichtung. Ja. Hat sich hier was getan? Ah ja, guck mal, die Bücher sind weg und der Werkzeugkasten ist weg. Hier ist alles immer noch am Tropfen. Oh, das ist ein großer Teich mittlerweile. Schade, dass ich mein Luftmatratzen-Einhorn nicht dabei habe. Ja, das ist wirklich schade. Oh, Leute. Was tut er? Oh. Zitterale. Ah, das ist aber eine nice... sind wir jetzt geladen immer noch? Weil wenn ich jetzt geladen bin mit Strom, dann könnte ich jetzt die Batterie anfassen und ich bin immer noch geladen und es überträgt mich. Sonst müsste ich jetzt den Strom irgendwo speichern, aber wir gucken mal, ob es reicht, wenn ich das anfasse hier. Mic Test, one, check, check, one. Es hat... Ja gut, ich dachte, wir könnten halt so das... die Energie, die in seinem Körper ist, noch übertragen und dann, Hallo? Wollen wir den mal pieksen? Riecht wie im Bett von Sarah Lombardi. Wie geht es eigentlich Helmut Kohl? Ist er da gestrandet? Hallo? Ja. Wie geht es eigentlich? Ich weiß es nicht. Warum ist, wo ist die Wasserflasche hin? Wieso ist hier ein Wal? Können wir William mitnehmen? Können wir irgendwas mitnehmen? Da geht's in den Dschungel. Können wir irgendwas mitnehmen, wo wir die Energie des Blitzes speichern können? Nee. Da ist nur der Satellitenblick. Kommt da Hilfe? Welches Ei? Ich dachte halt über die Antenne. Gut, wie können wir denn jetzt... Wie können wir denn jetzt hier das speichern irgendwie? Liegt hier noch irgendwas? Da geht's zur Bucht, da können wir nichts mehr machen. Da geht's zu dem Wal. Da ist nur die Hütte, in die wir nicht rein können. Die kann er sich nur anschauen. Dann haben wir das Treibholz für den Dschungel dabei. Hier ist immer noch die Klappe. Liegt hier noch irgendwas Neues? Nee. Tief in den Dschungel, da ist der Papagei nicht mehr da. Und hier haben wir jetzt nur noch eben die Möglichkeit, hier uns irgendwie mit Strom aufzuladen. Riecht wie Kerosin. Ich bin doch kein Kerosin-Junkie. Nicht. Ich habe schon genug. Oha. Okay. Okay. Gut. D, E, W. Wenn ich es nur irre, dann bräuchte ich nur noch einen Piloten. Okay, wir haben jetzt einen Wagenheber. Ah!
Und warum haben wir einen Wagenheber? Ich und mein Holz. Ich und mein... Und dann? Wagenheber und da rein. Okay, also es kommt aufs selber, aufs Zitter. Also okay, egal was ich mache, ich krieg da Elektroschocks. Okay. Ja, hab ich schon gecheckt. Hab ich schon gecheckt, Leute. Wir haben einen Wagenheber. Ich bin kein Ingenieur, aber das funktioniert so vermutlich nicht. Ich dachte, ich komme dann höher und kann da irgendwie draufklettern. Gut, also wir haben ein Treibholz mit Kerosin. Damit kann ich irgendwie das Feuer anmachen oder so, ich weiß nicht. Das reicht nicht zum Feuer machen. Okay. Oh ja, genau, für den Wal, das ist eine gute Idee. Sehr gut, Sissi. Da werden wir schön den Wal anheben. Oh nein, das wird bestimmt ganz furchtbar. Oh Gott, ich habe jetzt schon so eine... Ich habe eine ganz schlimme Vermutung, was passieren wird. Hui, der hat aber auch länger nicht die Barten geputzt. Hallo? Ist jemand da? Ist das eine Batterie? Ein Zippo, was man halt so in einem Walmagen findet. Ah, nice, ein Zippo. Und hier hinten ist ein Taucher. Ah, was macht der denn da? Hallo? Der sieht nicht gut aus. Nee. Es hängt irgendwie fest. Okay. Hätte nicht gedacht, dass man hier Netz hat. Okay. Können wir ihm was wegnehmen? Das Gerümpel, das Schildkröten, oder? Hier sieht es ja fast schlimmer aus als im Autorenraum. Ja. Hier sieht es ja... Was haben wir denn da? Haben wir da noch irgendwas... Können wir irgendwas mitnehmen von dem Taucher? Das funktioniert so nicht. Ah, das funktioniert also nicht. Zündende Idee. Aber hier ist es schon hell genug. Ah, okay. Ich hebe sie mir lieber für einen dunkleren Ort auf. Ja. Aber wie kommen wir dann da ran? Es hängt irgendwie... Man hört ja immer wieder von... Okay, das bringt alles nichts. Da kann ich auch jetzt nicht gucken. Okay. Ich würde gern da rankommen. Dann gehen wir jetzt in die Höhle. Geh mal da dran vorbei und dann machen wir da mal Licht und gucken uns an, wo die Höhle hinführt. Das ist bestimmt eine sehr überraschende Angelegenheit, ja. Mal gucken, was uns das bringt. Tiefer gehe ich nicht rein. Ja. Das ist ja dunkler als... So. Zündende Idee. Das ist ein Hai. Das sah nur so aus. Ah. Nett. Ach, guck mal, noch eine Feuerstelle. Ja, ich weiß auch nicht. Eine Tonscherbe. Okay, das war offenbar wichtig. Irgendwie so ein Gesicht drin. Ist hier sonst nichts? Ist denn nur eine Tonscherbe? Da kann ich sonst nichts machen. Was mache ich denn mit einer Tonscherbe? Ah, da kann ich das Netz vielleicht losschneiden da. Und das lassen wir da, oder was? Das verstößt gegen die lokale Brandschutzordnung. Ach so, nee, dann wollen wir das natürlich nicht. Was mache ich denn mit einer Tonscherbe? Bei Lost war das mit der Klappe irgendwie cooler. Finde ich auch, ja. Der Baum soll froh sein, dass aus ihm kein Buch von Sami Slimani wird. Jetzt weint der Baum einen zähen Sirup. Memme. Klebt ein bisschen. Ja, kann ich das mitnehmen? Ein zäher Sirup läuft heraus. Okay. Das lässt mein grüner Daumen nicht zu. Kann ich den anzünden? Nicht, sonst schmort der Gummibaum an. Ja. Klebt ein bisschen. Okay. Ja. Klebt ein bisschen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was wir noch machen sollen. Wir müssen ja irgendwie long term brauchen wir da irgendwie Strom.
dachte, wir können damit vielleicht das losschneiden da oben, das Fischernetz. Ich wüsste einen einsamen Eisenbahnfreund, dem ich damit eine Freude machen könnte. Ah, okay, wir haben einen Schildkrötenpanzer. Okay, was machen wir mit einem Schildkrötenpanzer? Da können wir Wasser drin speichern oder uns eine Suppe kochen oder es irgendwie hier hinkleben. Toll, eine Schüssel. Die Schüssel läuft voll mit dem Zehenzeug. Toll. Toll. Igitt, es klebt mir an den Händen. Okay. Gut isoliert. Da holen wir jetzt uns schönen Aal raus, da aus dem Ding, ne? Aus der Pfütze. So, Handschuhe, rein da. Schöne Kautschuk-Handschuhe. Einstecken. Du entkommst mir nicht. Gut, den werden wir jetzt schön zum Laden des Handys benutzen. So macht man das nämlich, Leute. Also wenn ihr irgendwo, ne, wenn ihr irgendwo seid und ihr habt keinen Akku mehr und ihr habt nur einen Zitteraal zur Hand, dann macht euch aus Kautschuk auf jeden Fall eigene Handschuhe und benutzt dann den Zitteraal, um euer Handy aufzuladen. Die einzige Art und Weise, wie es gehen wird. So, rein mit dir. Stopft jetzt ins Handy. Oh mein Gott. Böhmermann an William. Bitte kommen. Wenn er die Kohle verschleudert hat, ist er irgendwie ja auch selbst schuld. Oh, was passiert da oben? Error. Huch, was blinkt denn da? Hilfe. Jan, bist du es? Muss eine Fehlfunktion sein. Ja. Jan, du bist es wirklich, oder? Wenn du es bist, 11-mal blinken heißt ja, 12-mal blinken heißt nein. Ich komme und rette dich! Okay. Er sagt, wir sollen zurückgehen. Oh, wir müssen vielleicht runter. Hier blinkt es auch. Ja, wo sind denn alle hin? Und da ist eine... die Weltkarte. Jan! Bist du hier? Oh, das ist Backstage. Hier ist ja niemand. Warum ist denn hier keiner? Zum Situation Room. Okay, da ist immer noch gesperrt. Wo ist denn nur dieses Kebabland von dem... Wall of Beef. Klebt da noch was? Hier? War vorhin die Ding auch schon da? Können wir hier runter? Nee. Okay, der Hut. Hättest du lieber Daumen statt Finger oder ein Leben lang ein Steinchen im Schuh? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, nur Daumen. Oh, ein Leben lang Steinchen im Schuh ist, glaube ich, richtig pervers. Zum Einlass. Hä, aber... da war doch nichts. Jan, bist du hier? Aber da ist doch nichts. Da komme ich nur zum Situation Room. Backstage. Und hier ist es dunkel. Bitter kalt.
zum Einlass. Ist hier sonst noch irgendwas, was wir bedienen können? Da kommen wir nur zum Geldspeicher. Wall of Beef, Weltkarte. Die Gagmaschinen. Ansonsten ist hier nichts, es ist nur dieser dumme Hut. Jan, bist du hier? Da kommen wir nur zurück. Hier kann man sonst nichts machen, das ist alles dunkel. Und anfassen können wir auch nichts. Ganz merkwürdig. Ah, das ist ein Lichtschalter. Aha. Das ist ein bisschen Merch. So viel nutzloser Plunder. Okay. Was haben wir hier? Im Regal ist hier nix. Haben die Zuschauer schon ordentlich gelootet. Gieriges Pack. Okay. Dann gehen wir mal in den Einlassbereich. Seit Jan weg ist, bleibt irgendwie das Publikum aus. Ja, komisch. Da geht's ins Studio. Ralf, ja. Ralf, endlich jemand, auf den man zählen kann. Hallo, William. Komm, wir suchen Jan. Los, komm, wir suchen Jan. Ist der weg? Dann fange ich jetzt wieder bei Harald an. Och, bitte, jetzt hilf mir doch mal. Ja, habe ich jetzt eigentlich nicht so Lust. Nicht so? Nicht, dass ich ihn wieder auf meiner Ducati mitnehmen muss. Okay, Jans Geist ist hier. Jans Geist ist hier und will uns etwas mitteilen. Naja, wenn er weg ist, verhökere ich erstmal seine Anzüge auf dem Flohmarkt. Alle nicht hilfreich hier. Er muss hier irgendwo sein. Nur William. Habt ihr schon im Rutschenparadies geguckt? Ich würde mich für die Suche da freiwillig melden. Ja, mal schauen, ne? Mal schauen. Ich muss dann mal wieder. Ja, man sieht sich. Ja. Rutschenparadies. Im Rutschenparadies ist schon lange keiner mehr gewesen. Sie haben ein Rutschenparadies? Gute Idee, Ralf. Danke für den Tipp. Ah, okay. Jan? Da ist also das Rutschenparadies unterhalb der Bühne. Oh, hallo? Jan? William? Bist du's? Oh, was passiert denn hier? Jan, wach auf! Dein Retter in der Not ist da. Ich bin's, William. Er ist gar nicht auf einer einsamen Insel. Du musst das abschalten. Ja, was passiert? Ach du heilige Makrele. Hallo, William! Stell dir vor, ich habe gerade geträumt, wie ich von einem ziemlich fiesen Silberrücken vermöbelt wurde. Ja, tatsächlich. Und? Habe ich was verpasst? Ralf, Larissa, der Beefträger, alle haben sich große Sorgen gemacht. Ja. Und dann habe ich mich auf die Suche nach dir... Wurde auch langsam Zeit, dass du mich endlich abholst. Oh, wo sind wir hier eigentlich? Ich befürchte, du bist den Schergen der AfG in die Hände gefallen. Der AfG? Die AfG steckt dahinter? Die Alternative für Germania? Heilige Makrele. Ja. Lass uns bloß von hier verschwinden. Die Alternative für Germania ist gut. Okay, da haben wir das Satellitentelefon. Wir nehmen es mit. Wo sind denn alle anderen hin? Da? Das ist ein Kinosessel. Okay. Alles made in China. Ja, gut. Dabei sind die bei dem Verein doch schon alle braun. Das ist hier alles. Ist das ein Anti-AfG-Spiel? Das ist sehr interessant. Oh, eine Zange. Okay, Dame William. Ach, ich bin so froh, dass du wieder da bist.
Können wir William da dran dingsen? Sorry, Jan. Ich habe auch keine Ahnung davon. Okay. Die haben es aber gut mit dir gemeint. Oh, Gaffertape. Da komme ich nicht ran. William, könntest du mir kurz zur Hand gehen? Ja. Na sichi. Holt euch mal das Gaffertape da, dann gucken wir mal. Die Pass heilige Makrele. Auf, dass du nicht ins Zahnrad greifst. Nein, nein. Okay. Ach so, und das Zahnrad. Ah, witzig. Ah, jetzt hast du gecheckt. Ach, naja, wenn es nichts kostet. Was haben die denn hier, eine Popcornmaschine? Ja, und wo ist es jetzt? Ist explodiert oder was? Ach, naja, wenn es nichts kostet. Ja, auf jeden Fall hat jemand die Steuer, also die GZ-Millionen geklaut, definitiv. Trichter? William, die bauen eine Biowaffe. Vermutlich. Ach, ich... So, ja, ist die Frage. Was ist jetzt, ne? Was ist das Nächste? Jetzt sind wir wieder da. Ach so. Ja, Herrin. Die Schmutzstaffel ist nicht umsonst der rechte Arm der Partei. Oh. Wir haben den Nestbeschmutzer Böhmermann festgesetzt und unterziehen ihn einer Gehirnwäsche. Ha. Ja, Herrin. Die GEZ-Millionen, Herrin. Das Geld der Lügenpresse einsetzen, um unser Parteiprogramm durchzusetzen? Ein hervorragender Plan, Herrin. Mm. Das Nervengas verwenden, um die ganze Welt zu braven Parteisoldaten zu machen? So wie mich? Ja, Herrin. Es darf nur niemand unsere teuflischen Pläne in die Hand bekommen. Die AfD-Soldaten. Ja, wir müssen sie aufhalten. Die wollen die ganze Welt mit ihrer Ideologie infizieren. Ja, aber wie? Und wie kommen wir da rein? Ja, da ist doch eine Tür. Wer macht da so einen Lärm? Hier ist ein Saal. Wahnsinnig, dieses Eichhörnchen. Nebenan ist gerade ein Boateng eingezogen. Aufmachen, sofort. Aufmachen, sofort! Die Tür ist ja dichter als die ungarische Grenze. Wer spricht da? Niemals. Niemanden reinzulassen ist mit der wichtigste Punkt in unserem Wahlprogramm. Ja. Diese Tür wird nur auf ausdrücklichen Befehl der Parteiführung geöffnet. Ist wegstolziert. Okay, können wir nicht einen Trichter? Damit bekomme ich sie nicht auf. Okay, Zange. Damit bekomme ich... Okay, Mobiltelefon. Damit bekomme... Okay. Warum soll ich... Die Batterie ist leer. Nein! Ich möchte es nicht kaputt... Damit bekomme ich... Wer macht da so... Schnell machen Sie auf! Hier ist ein wahnsinnig süßes Eichhörnchen, das müssen Sie sehen! Ja. Ich bin eher ein Schäferhundetyp. Außer der Parteiführung darf ich hier niemanden reinlassen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, das ist sehr ärgerlich. Okay, das heißt, wir müssen jetzt unser... Was ist das für ein Kabel eigentlich hier? Da müssen wir im Folterkeller irgendwie die Batterien hier aufladen. Kriegen wir das Megafon hier irgendwie angesteckt oder so? Nein! Was haben wir denn hier noch? Können wir die Konsole öffnen? Noch nicht mal vielleicht. Hast du zu viele Jochens gescheppert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich mache. Du hast auch ordentlich einen an der Marmel, oder? Ja. Natürlich. Aber ich muss das doch hier irgendwo laden können, das Ding, wenn die Batterie leer ist. Da muss es doch eine Option geben. Ich glaube, das kannst du besser gebrauchen. Okay. Na gut. Bitte, bitte, nicht meine Zähne.
Aber sonst geht's dir gut, oder? Ich weiß auch nicht, Bruder. Ich mach doch nur. Eine Popcornmaschine. Salziges Popcorn ist eine schlimmere Folter als Waterboarding. Naja, weiß ich nicht. Ach, naja, wenn's nichts kostet. Ach, kommt aber nichts raus. Ach, naja, wenn's nichts kostet. Die explodiert nur. William. Da ist die Warum soll ich es denn... Ich weiß nicht, du sollst das aufladen. Ich bin damit lieber vorsichtig. Ha. Was haben wir denn hier noch? Wir haben da die Laborgeräte. Die Popcornmaschine, dann die Höhensonde, den Durchgang. Dann haben wir hier William. Sorry, Jan. Ich hab auch... Er hat auch keine Ahnung davon. Yum, 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 yum. Okay. Kann er da die Konsole bedienen? Sorry, Jan. Dabei sind die bei dem Verein doch schon alle braun. So, was ist denn mit den Kinosesseln? Oh, hab ich Spiel kaputt gemacht? Das ist William. Ach, ich... Hier haben sie gesessen und sich an deinen Leiden ergötzt. Ja. Gibt's noch irgendwas, was ich hier anklickern kann? Das ist... Ach, da ist Popcorn auf dem Boden. Die Foltergeräte. Dieser Raum hat schon genug Leid gesehen. Okay. Ich glaube... Das Megafon ist aber leer. Die Batterie ist leer. Die Konsole kann ich nicht aufmachen. Da macht er auf jeden Fall nichts. Dann haben wir hier die Höhensonne. Ich anmachen kann ich sie auch nicht. Alles meld. Ja, genau. Bedienen kann ich das auch nicht. Sonst könnte ich ja hier einfach draufdrücken und dann könnte ich das wieder anmachen. Dann hätten die hier irgendwo Strom, weil irgendwo muss der Strom ja herkommen. Was ist da? Ah, Kabel. Schnipp, schnapp. Mic-Test 1, 3. Ups, die Leitung ist durchgebrannt. Schade. Nein, das schmilzt doch. Achso. William, könntest du mir kurz zur Hand gehen? William muss das zusammenhalten. Uiuiuiui. Das kitzelt. Ja, sehr gut. So, aber jetzt. Ja. Megafon. Nee. Gibt es hier ein Problem? Öffnen Sie sofort die Türe. Mit geschlossenen Bunkern habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Entschuldigen Sie, Boss. Alles klar, Boss. Ich mache auf, Boss. William Kohn, der Sidekick von Jan Barnier Magazin Royal. 2022 ist er gestorben. Oha, rest in peace. Ich google da schnell, wie der aussah, ob ich den kenne. Wo ist er hin? William, wir müssen Ihre Pläne durchkreuzen und die Biowaffen vernichten. Ah, der, ja, den kenne ich. Das ist William Kohn, der ist gestorben. Oha. Der war beim Neo Magazin. Ja, okay, kann sein. Ja, gut, okay. Okay. Ja, rest in peace auf jeden Fall. Vielleicht kann ich damit die Biowaffe deaktivieren. Ach, ich drück da jetzt drauf. Hallo, Janine. Oh. Wow. Oh. Hä? Ja, Moment. Nein. Ich hatte es nicht durchgespielt. War das war das nicht das offizielle Ende. Ich hab's verkackt, oder? Es gibt wohl kein anderes Happy End. Happy Game.
Okay, ja, ich weiß auch nicht. Es gibt ja da wohl noch einen Teil. Und warum kann ich dann nochmal spielen? So, warte mal, ich gehe mal hier auf Beenden. Ja. So, wir machen hier weiter auf Play. Also, es muss ja noch, da muss es ja noch einen ersten Teil geben. Namen tauscht er ohne Sicht. Chat lacht, aber auch ihre Hand. Doch jedes Rätsel meistert er grand. Stream beginnt, der Chat tobt laut. Hacky gibt niemals auf. Game Royale. Namen flattern durcheinander. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es ja nur zum Download. Hacky, unser Held. Namen vergisst er ohne Geld. Doch mit dem Chat an seiner Seite. Ich finde nix. Der Rätsel ganz geschmeidig.